vorher abgeschlossen gewesen. Nee, kein Wolf, das ist gut. Oder wir müssen noch irgendwas finden, um da reinzukommen. Ich weiß es nicht, aber ich probiere es erstmal. Was haben wir hier? Dann hängen eigentlich immer diese Stücke vom Schal irgendwo. Ich verstehe das irgendwie nicht. Also soll das irgendwie ein Hinweis auf die Astrid sein? Oder hat das irgendwas anderes auf der Hacke? Hier haben wir schon einen Briefkasten, da ist noch nichts drin. Hier schon mal geguckt und da hinten ist das Bauernhaus. Ist ein bisschen klein, finde ich. Hier ist Blut. Hier ist sehr viel Blut. Hier hört es auf. Das ist ein Hacker. Das führt genau zum Bauernhaus. Hier liegt irgendwo eine Leiche rum. Ein Mädchen. That's a bad sign. Okay. Können wir ein bisschen auseinandernehmen, aber ganz ehrlich, das ist mir gerade ein bisschen zu kalt. Okay, was erwartet uns jetzt? Scheint wieder eine Leiche. That scarf wrapped around your arm. Where'd you get it? You're never gonna find her. What did you do to my friend? We burned them all, you know, in the old school. It was so easy, we just shoved them in there and locked the door. Monsters. It just happened. All the lights went out, damn bus lost control and crashed into the tunnel. Brought the roof down on us. Crawled out of there alive. Hell, some didn't. People all hanging around trying to get warm after the power went out. All huddled together, scared and freezing. Oh man, I would like to have seen that. But we sure warmed them up. You're a bastard. That's about right. We put them all in the old schoolhouse so we could keep an eye on them. And then something happened to the lights. The power. It was like sparks everywhere and then fire. Your scarf lady found us while the school was burning. She tried to help get them out, but it was already too late. Smoke already did them in. She fought like hell to try and get him out. She stuck a knife or a screwdriver, I'm not sure, into one of our guys. Cut me too. And then ran out into the blizzard. Where did you see her after that? You want to know about your lady? Help me first. Damn it, tell me where she is. We caught up, but she's a fiery one. Still had the knife. Got me real good, you can see. We tried to stop her, but she ended up on the bus. And somehow, she was small enough to crawl through the crushed part. She got away. Whatever good it's gonna do her. You so much as hurt. Ah, we barely clipped her wings. She wasn't hurt too bad. Not hurt too bad. All right, she was bleeding. A bit. No way out of here now. The roads are all blocked. You'll never find her. You have no idea how stubborn I am. Oh,
pull this knife out of me. It's stuck in deep, and I can't feel anything below my waist. I need it out. You go after the old lady in the house, too? As well as letting those people in the school burn to death? Hey. You think they put me on that bus for my good behavior? That's the bus to Black Rock. Black Rock? Yeah, you know. Black Rock Federal Pen. Where they put the worst of the bad people. The bad people, bad people. People too bad for the mainland. It's like an old penal colony or some damn thing. They know there's no easy way for us to get back. Imagine how lucky you are. All those people in Milton, scared, dying, and you getting to live. Okay, wir können ihn jetzt quasi scheinbar erstechen oder retten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn er ein Arschloch ist, Entschuldigung für die Wortwahl. You don't deserve help. But here. Ah! Ah! Oh! Oh, that's better. Now, I'll just sit here for a while. I think I'm warming up. Hops. Okay. Ich habe mir nur gedacht, gut, okay, wir können ihn natürlich jetzt einen gerechten, ich sag mal, ein Urteil darüber fällen. Ich mach mal kurz auf Pause. Er hätte den Tod verdient, sicherlich. Aber wir sind nicht derjenige, der das entscheidet. Und ich habe so ein Gefühl, ich weiß nicht warum, als wenn der uns noch nützlich sein könnte. Hoffentlich. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Für den Fall, dass er uns anlügt, wir haben wahrscheinlich jetzt ein Messer im Inventar. Ich hoffe eben. Oder auch nicht. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber gut, wir können uns zumindest verteidigen. Wir haben uns immer beide und so weiter. Also. Soll wohl. So, mit dem kann ich nichts mehr machen. Ich sammle hier mal ein bisschen auf. Hier. Oh, ein Brecheisen! Ja! Danke! Endlich können wir die Kofferräume aufknacken. Bankschließfachschlüssel 15. Jawohl, das ist sehr gut. So, bringe den Inhalt des Bankenschießfachs zurück. Okay, wir müssen nur erst halt an das Ding rankommen. Ich nehme mal ein paar Sachen mit. Den Tisch könnten wir noch auseinandernehmen. Ich sammle erstmal so ein paar Sachen ein. Hier liegt noch ein. Die Laterne können wir nicht nehmen, aber das Buch hier. Ah, noch ein Nähzeug. Sehr gut, geil. Dafür Papier. Das war gerade irgendwie ein spezielles Buch. Habe ich das richtig gesehen? Das könntest du irgendwann etwas lernen. Ja, gut, okay, aber. Nicht. So. Ich hab dich im Blick, mein Freund. Mach keinen Scheiß. Sicher. So, hier haben wir ein Badezimmer. Okay, was haben wir denn so schönes im Müll? Aber wahrscheinlich so ein paar alte Bs. Nein, aber nicht. Sehr gut. So, ah, erstmal natürlich wieder hier das alte Klowasser mitnehmen. Sehr geil. So, ein Handtuch. Das nehme ich auch mal eben mit. Ich nehme hier mal die Sachen so mit, die wir so kriegen. Den haben wir so gemacht. Ich will mal zur Sicherheit eben. Ich weiß, ich mache das sehr oft, aber. Ich speichere trotzdem noch einmal eben. Was habe ich hier
weiter. Hier haben wir noch ein Arbeitszimmer. Noch ein Mülleimer. Papier. Papier. Metalllampe, die kann ich aber. Natürlich ein bisschen Radio rumdrücken. Was ist das? Das kann ich hier nicht mitnehmen, den alten Bon. So, im Aktenschrank haben wir nichts. Oh, noch Papier. Jo, sehr viel. Kartons sind mein Liebstes in diesem Spiel. Ja. Wie viele Bücher! Wir sind noch fast voll. Also, wir kriegen mehr als genug Brennholz. Definitiv. Also, okay, gar kein Thema. Wahrscheinlich muss ich sogar nochmal wiederkommen. So, hier liegt noch eine Stromrechnung. Okay. Eine Stromrechnung über dem Bauernhaus am Rande von Wilken gefunden. Das Text lesen, Alter. Überfällig, letzte Warnung. Sehr geehrter Herr Barker. Der so aus Barker. Ja, sehr geehrter Herr Barker. Ihre Zahlungen an die Mainland Power Corporation sind jetzt deutlich verspätet. Ihr Kontosoll beträgt $1,256,45. Trotz unserer Bemühungen, Sie bezüglich der Klärung dieses Sachverhalts zu kontaktieren, müssen wir Sie mit dieser dritten und letzten Mahnung informieren, dass wir uns leider gezwungen sehen, Ihre Stromversorgung mit sofortiger Wirkung zu trennen. Wir haben ein Wiederbeschaffungsteam beauftragt, Ihre gemietete Solarzelle Typ BK1 zurückzuholen. Sobald Sie Ihren Kontostand ausgeglichen haben, stellen wir Ihre Versorgung gerne wieder her. Bitte beachten Sie, dass alle Zählermessungen durch unparteiische Drohnen durchgeführt werden, die von unserer Überwachungsstation auf der großen Bärinsel entsendet werden. Falls Sie Einspruch gegen diese Messung erheben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Ansprechpartner, den Sie laut unserer Unterlagen in Datenfehlern finden. Mainland Power Corporation ist der führende Anbieter von stromnetzbasierten Diensten in der südlichen Region der Großen Bärinsel. Wir sind stolz auf unseren hervorragenden Kundenservice, der 3 Jahre in Folge mit der Moschusgrünen Service-Medaille ausgezeichnet wurde. Falls Sie eine Zahlung leisten oder Ihren Kontostand erfragen möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit per Telefon, E-Mail, soziale Medien oder Drohnenpost an den unten angegebenen Kontakt. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen, Ihre Mainland Power Corporation. Gut, was auch immer uns das genau bringen mag. Hier ist eine Wasserflasche. Was mitnehmen? Schokoriegel, okay. Den Tisch. Da kann ich nichts von nehmen. Hier noch wieder so ein Karton. Nehmen. Bett. Stuhl. Also wir kriegen hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Holz. Hier ist nichts drin. Zeitungspapier noch, okay. Wonder if this is any good to eat. Tomatensuppe ist auch okay. Noch ein Kochtopf. Leidenverstauchungsrisiko? Was? Warum? Weil wir etwas überladen sind? Ruhe dich aus oder lege einen Teil deiner Ausrüstung ab, um das Verstauchungsrisiko zu vermeiden. Okay, gut. Es ist erstmal nur ein Risiko. Wir haben uns soweit nichts getan. Das ist nichts. Oh, ein bisschen Kräutertee haben wir noch. Okay. Dosenöffner. Oh geil, endlich haben wir Dosenöffner. Der letzte, den wir noch gebraucht haben, also das letzte Teil, was uns gefehlt hat. Sehr gut. Sehr nice, auf jeden Fall. So, Ofen. Achso, hier könnten wir selber was machen. Wir haben 6 Herdplatten. Das ist too heavy. Ja, ist ja gut, du kriegst ja, wir legen ja nachher was ab. Und Sonderbündel. Ich will wenigstens noch diesen Bereich zu Ende erkunden. Gefrierschrank. Mülleimer? Ja, so ein paar Halogutten aus dem Mülleimer. Wir haben jetzt hier hinten noch einen Raum, den nehme ich dann beim nächsten Mal. Da komme ich auf jeden Fall nochmal wieder.
Scheiß. Das nehme ich noch mit. So. Gut. Es ist sehr windig draußen, oder? Es gab wieder Schneesturm. Ja. Ja. Okay. Dann kämpfen wir uns mal eben durch diesen Schneesturm durch. Da ist, glaube ich, so ein paar Wölfe gerade, die am Jaulen sind. Ja, okay, wir haben Verstauungsrisiko. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir dürfen nicht zu schnell laufen. Also sonst, wir haben ja, wie ihr gesehen habt, das Verstauungsrisiko. Und wenn wir, naja, zu schnell laufen, dann... ich will mir nicht wehtun. Gilt sowohl Outgame als auch In-Game. Okay, wir werden nicht verfolgt, das ist schon mal sehr gut. Ein bisschen was ablenken müssen wir dann. Aber das können wir dann bei der Uni machen. Wir können ihr ein paar Bücher schenken, hat sie was gelesen. Und wenn sie es gelesen hat... Okay, das ist jetzt gemein. Sie kann es als Brennmaterial nehmen. Tut mir leid. Ich habe gerade erst zu spät gemerkt, dass es mit dem Lesen ist. Das knackt. Wir sind gleich da, du schaffst das schon. Du bist schon ein großer Junge. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir für die Quest wirklich nichts bekommen. Ich meine, gut, wir können hier keine Level aufsteigen, das ist ja jetzt kein RPG. Aber es wäre schön, wenn wir dann irgendwie, weiß nicht, irgendeinen Vorteil dadurch hätten. Oder wenn wir zum Beispiel sowas bekommen wie einen Wettstein oder irgendwelche Sachen, die wir gebrauchen können. Ich hier so ein bisschen Kirre mit den Zweigen, die hier klappern. Wir müssen sowieso noch mal durch München und die ganzen Kofferräume öffnen. Die wir bislang nicht öffnen konnten, weil uns das Blecheisen gefehlt hat. So, jetzt aber Bücher. Gehen wir mal 5 Stück rein. Wie sieht es denn hier aus? Nebenstory. My fingers feel numb. Ich hab's nicht rein. So, Nummer 5. Gehen wir jetzt. Jetzt genau abpassen. 35, 53. Alles klar. Da nochmal ein Büchlein. Noch eins. Zack. Jetzt? Beide Verkühlungsrisiko. Ja. Cold. Gut, wir haben es abgeschlossen. Gut, dann gehen wir mit rein, dann wird die wieder ein bisschen warm. So. Oh, Mockingjay-Jacke. Ja, wir kriegen tatsächlich was. Können wir mit dir nochmal sprechen? Wie geil! Brauchbare Mockingjay-Jacke. Schwere Wolljacke mit typisch kleinen Scheiß-Ästhetik, mein Jäger. Das ist gleich was. Geil! Danke, Bobby, du bist die Beste! So, ja, wir sind gerade ein bisschen das. Insofern ist es wieder aber besser. Hier haben die Mockingjay-Jacke, wobei die brauchbare Down-Weste ist nicht so gut wie unsere, wie McKenzie's Parker.
ist schon ein bisschen besser. Bessere Schicht anziehen. So. Das ist die innere Schicht gewesen. Da haben wir jetzt keine Alternativen für. Das ist ein bisschen leichter und wir sind ein bisschen schneller damit. Aber was soll's. So. Dann können wir nämlich hier die alte Down-Weste wegmachen. Zerlegen. Kriegen wir zwei Stoff raus. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir gerade zerlegen müssten? Nicht wirklich. Wir können die Sachen wieder ein bisschen aufbessern, rein theoretisch, aber... Vielleicht hier so ein bisschen Silberbündel mal herstellen, dass wir so ein paar Sachen aus dem Inventar wegbekommen. Stapel Papier. Dass wir da nicht schon mehrere auf einmal mitnehmen können, finde ich ein bisschen schade. So einzeln herstellen. So. Ein. Gut. Verband könnten wir uns wieder machen. Ja, komm, ich hier mal ein bisschen reparieren. Nicht genug Material zu reparieren. Wir brauchen getrockneten Kaninchenpelz und getrockneten Darm dafür. Okay. Das ist ein bisschen anspruchsvoller. Hier bräuchten wir ja erstmal Leder für. Das haben wir drüben. Aber hier die Hose, die kann ich reparieren. So, wir haben zweimal Nähzeug. Dann nehmen wir natürlich das etwas schlechtere Nähzeug, damit wir das erstmal wegmachen. Ansonsten, die Sachen sehen noch gut aus. Wollen wir gerade noch nichts machen. So, Durst hat der Gute. Nehmen wir erstmal hier die Traubenlimo. Erstmal die alten Sachen wegmachen. Und ja, was haben wir noch so hier? Ein bisschen Geschmack in unsere Erdnussbutter. Wir haben noch ein bisschen... Da würde ich vielleicht sagen, können wir mal die frische Tomatensuppe essen. Die jetzt mit dem Dosenöffner aufgemacht. Klingt zumindest so. Essen. Bringt mir jetzt nicht so viel zu trinken. Dann trinken wir noch ein bisschen. Bisschen, das ist ein bisschen sehr viel hier, das Futter hier. Ich nehme mal die Sardinen hier. Ich will jetzt nicht übertreiben. Okay, wie sieht's aus? Ach ne, das war ja nicht hier, das war ja nur zurück. Wir können noch mal ein bisschen ablegen drüben. Würde ich morgen nochmal wieder zurück zum Bauernhaus gehen, in der Hoffnung, dass ein bisschen besseres Wetter ist und die restlichen Sachen, die dort sind, looten. Warum haben wir das Messer nicht? Wir haben ein Messer rausgezogen, wir können das doch verwenden.